Ja, viele Grüße in die Runde, all derer, die uns beim Livestream verfolgen, folgen. Und ja, es ist mir wirklich eine Freude, auch wenn es ein blöder Anlass ist, aber es ist mir eine Freude, RWE und den Verantwortlichen für die Unternehmensverbrechen den Schmähpreis entgegenzuhalten. Wir sind hier in Lützerath, an dem Ort, wo das Vernichtungswerk ganz hervorragend zu begutachten ist. Gerade im Hintergrund, da ist das tiefe Loch Gachtweiler 2, dem schon viele Dörfer zum Opfer gefallen sind. Und ich verlese jetzt den offenen Brief an die Verantwortlichen für das Geschehen. Wobei ein gewisser Rolf Schmitz nicht erwähnt wird, der wurde nämlich in diesem Jahr abgelöst als Vorstandsvorsitzender. Deswegen steht der aktuelle Vorsitzende des Vorstandes, Herr Kreber, mit auf der Liste. Markus Kreber, Werner Brandt, Larry Fink, Armin Laschet. Für den Kohle- und Atomstromkonzern RWE AG Deutschland werden Sie mit dem internationalen Ethicon Dead Planet Award 2021 geschmäht. Und zwar heute am 20. November im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung. Ethicon, die Stiftung Ethik und Ökonomie, verleiht jährlich zwei internationale Preise, den internationalen Ethicon Blue Planet Award und den internationalen Ethicon Dead Planet Award. Mit dem internationalen Blue Planet Award werden Menschen geehrt, die sich im Spannungsfeld Ethik und Ökonomie herausragend für den Schutz der Menschenrechte sowie für Erhalt und die Rettung unseres blauen Planeten einsetzen. Mit dem internationalen Dead Planet Award werden Personen geschmäht, die in schockierender Weise menschliche Ethik mit Füßen treten und derart den Ruin und die Zerstörung unseres blauen Planeten betreiben, hin zu einem toten, unbewohnbaren Planeten. Diese beiden Preise sind eine Einheit, zwei Seiten der gleichen Medaille. Sie spiegeln den Zustand und die mögliche Zukunft unseres Planeten, der als blauer, belebter Planet fortbestehen oder als unbrauchbarer, toter Planet untergehen kann. Der internationale Dead Planet Award 2021 geht an Sie, Herr Kreber, Herr Brandt, Herr Fink, Herr Laschet, weil Sie im Spannungsfeld Ethik und Ökonomie grundlegende ethische Prinzipien in herausragender Weise mit Füßen treten und derart den Planeten zu einem toten, unbewohnbaren zu ruinieren drohen. Sie agieren rücksichtslos, durchtrieben, von niederen Motiven geprägt und einzig zum persönlichen Vorteil. Sie nehmen für ihre Macht- und Profitinteressen bedenkenlos Menschenleben und den Untergang des Planeten in Kauf. Sie zeigen das, was gemeinhin Skrupellosigkeit und Egoismus genannt wird. Sie stehen in einer zunehmend auf den Profit als einzigem Kriterium jeglicher Entscheidung und Entwicklung ausgerichteten Welt als wenige Mächtige gegen die Interessen der Menschheit als Gesamtes. Sie stützen sich auf großes Kapital, stets gut gesichert, selbstherrlich und zunehmend keinerlei Gesetzen und Gerichtsbarkeit unterworfen. Sie gehören zu denjenigen, denen die Menschheit Krieg, Ausbeutung und Umweltzerstörung verdankt. Sie werden heute mit dem internationalen Dead Planet Award 2021 geschmäht und persönlich gebrandmarkt, stellvertretend für alle, die den blauen Planeten gefährden. Und ich darf diesen Award heute stellvertretend an Emilio Alfred Weinberg übergeben, was ich im Anschluss an das Verlesen dieses offenen Briefes tun werde. Er steht für Menschen, die sich dem entgegenstemmen, für eine ganze Bewegung, die sich dem entgegenstemmt, im Zusammenhang, in Solidarität auch mit den Menschen, die hier vor Ort das letzte Dorf schützen, das an der 1,5-Grad-Grenze noch dem Braunkohletagebau Einhalt gebieten könnte. Der internationale Ethicon Dead Planet Award versteht sich auch als Mobilisierung für den Einsatz für Frieden, Gerechtigkeit und Umweltschutz, beziehungsweise für den Widerstand gegen die Umweltzerstörung, Ausbeutung und Menschenverachtung. Er soll sensibilisieren und aufmerksam machen, die Zusammenhänge und die Verantwortlichen aufdecken, sowie den Widerstand gegen die Umweltzerstörung, Krieg und Ungerechtigkeit stärken.
Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die Begründung für die Entscheidung noch konsequenter und umfangreicher ausgefallen wäre, hätten alle, auch die betriebsinternen und anderenorts unter Verschluss gehaltenen bzw. vertuschten und eventuell sogar vernichteten Informationen umfassend zur Verfügung gestanden. Aus der Fülle der im Nominierungsverfahren für die Verleihung des internationalen Ethicon Death Planet Award 2021 recherchierten und berücksichtigten Fakten seien beispielhaft genannt. Sie sind persönlich dafür verantwortlich, dass die RWE AG die Klimakatastrophe maßgeblich mitverursacht. Sie halten entgegen allen Protesten und demokratischen Interventionen an der Braunkohleverstromung fest, sabotieren Moratorien durch Lobbyismus und Korruption und fördern mitunter tödliche Repression gegen Umweltproteste. Sie beschleunigen den Klimawandel über seine ökologischen Kipppunkte hinaus und drängen den blauen Planeten damit an den Rand der Unbewohnbarkeit. Sie untergraben und gefährden den Umweltschutz und die Demokratie, indem sie in und außerhalb des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft Lobbyismus betreiben, um staatlichen Umweltschutzmaßnahmen zu entgehen oder sie aufzuweichen. Sie treiben die Zerstörung von Dörfern und Dorfgemeinschaften, von Landwirtschaft und Naturschutzgebieten in den Regionen des Kohletagebaus voran. Die Absenkung des Grundwasserspiegels und die Erosion der Böden ruinieren Landwirte und fruchtbare Böden und vergrößern die Gefahr durch Fluten und Brände. Sie vergiften mit dem Braunkohletagebau die Böden und Lüfte der betroffenen Regionen durch Abflüsse und Feinstäube, die Schadstoffe wie Schwefeloxid, Quecksilber, Arsen, Cadmium, Blei und Nickel enthalten. Sie schädigen damit die Menschen der betroffenen Regionen erheblich und senken sogar messbar die durchschnittliche Lebenserwartung um mehrere Jahre. Sie gefährden mit der Betreibung von Atomkraftwerken wider besseren Wissens die Anwohnerinnen im Umfeld der AKWs und die Menschheit als Ganzes. Ihnen ist die Bedrohung durch die Atomkraft von der Unmöglichkeit der sicheren Lagerung seiner radioaktiven Abfälle über drohende Unfälle und unkontrollierte Kernschmelzen bis hin zu den militärischen Gefahren bestens bekannt. Und dennoch bürden Sie im Dienste der Profite die Gefahren der Kernspaltung und der ewigen Endlagerung der Weltbevölkerung und besonders den kommenden Generationen auf. Sie haben es auch zu verantworten, dass RWE bis heute keine Entschädigungen für die Unterstützung des Faschismus durch den Konzern und seine Rechtsvorgänger gezahlt wurden. Der RWE-Konzern, seine Großaktionäre und Vorsitzenden gehören zu den größten Profiteuren und glühendsten Anhängern des Hitlerfaschismus, seines Vernichtungskrieges und seiner Sklavenarbeit. Bis heute stellten sie sich nicht der daraus resultierenden Verantwortung und halten am zerstörerischen Geschäftsmodell der RWE fest, täuschen die Weltöffentlichkeit über das Ausmaß der Zerstörungen und Gefahren und sie konterkarieren all diese Verbrechen mit haltloser Propaganda, kaufen Politiker und Medien, die ihre Geschäfte als ökologisch, fair und nachhaltig beschönigen. Ich will, da wir ein bisschen in Zeitverzug geraten sind, nur noch den Abschluss dieses offenen Briefes lesen, wo es nochmal darum geht, dass es auch ganz anders gehen kann. Der International Ethicon Dead Planet Award an Sie wird zusammen mit dem Internationalen Ethicon Blue Planet Award an die Menschenrechts- und Umweltaktivistin Aminata Dramane Traoré in einer öffentlichen Veranstaltung verliehen, die natürlich heute nur online sein kann. Im Gegensatz zu Ihnen, Herr Kreber, Herr Brandt, Herr Fink und Herr Laschet, die Sie unseren blauen Planeten in verantwortungsloser Weise gefährden und ruinieren, setzt sich Aminata Dramane Traoré in verantwortungsvoller Weise für den Erhalt und die Rettung unseres blauen Planeten und seiner Bewohnerinnen ein. Wir fordern Sie auf, sich für Ihr persönliches Engagement ein Beispiel an Menschen wie Aminata Dramane Traoré zu nehmen. Sie gefährdete ihre eigene Karriere und stellt ihr Leben in den Dienst des Kampfes um Menschenrechte, Umweltschutz, Frieden und globale Gerechtigkeit. Entscheiden auch Sie sich gewissenhaft und beenden Sie die Ausbeutung und den Ruin von Mensch und Umwelt durch RWE.
Stellen Sie soziale Gerechtigkeit, Sicherheit und Menschenrechte in Ihren Unternehmen auf der ganzen Welt her, indem Sie kurzfristig den Ausstoß klimaschädlicher Stoffe sofort stoppen. Nutzen Sie Ihr Geld statt zur Jagd auf Profit für ethische Investments und Solidarprojekte, wie sie von der überwältigenden Mehrheit der Weltbevölkerung gefordert werden. Dies ist der Appell, den die Stiftung Ethikon mit der Verleihung des Schmähpreises an Sie, verantwortliche Manager und Kapitalvertreter der RWE AG, ausspricht. Und jetzt möchte ich den Schmähpreis, die Trophäe, in die Hände von Emilio Alfred Weinbrecht geben. Und vielleicht magst du, Emilio, auch selber etwas dazu sagen. Ich möchte nur zu Emilio sagen, er ist treibende Kraft dafür, dass in Bälde auch ein gerichtliches Verfahren gegen die Verbrecher von RWE und drumherum in Gang kommen wird. Ich bin ja gewisserweise der Mittelsmann. Also wir sind ja eine Initiative, RWE-Tribunal, und bereiten tatsächlich auch mit verschiedenen Rechtsanwälten aus Köln im Moment eben eine echte Strafanzeige vor gegen den RWE-Vorstand wegen vorsätzlicher Tötung. Also es ist eindeutig so, dass seit Jahren eben genau dem Vorstand immer wieder auf den Jahreshauptversammlungen klar gemacht worden ist, wie gefährlich eben Braunkohleverbrennung ist und auch tödlich ist. Und auch die Zeuginnen, die hier bei uns in Lützerath auch ausgesagt hatten, es war eine Krankenschwester, die eben hier 30 Jahre lang die Menschen eben betreut hat zu Hause, die eben genau als Zeitzeugin beweisen darf oder beweisen konnte, dass eben hier ganz, ganz viele Menschen gestorben sind an Krebserkrankungen. Und es ist so, dass wir das wirklich auch realisieren werden, und am 23., 24. April in Düsseldorf wird diese Anzeige dann auch öffentlich gemacht. Und insofern freue ich mich auch, dass ich dann auch in irgendeiner Weise dann auch diesen Preis weitergeben kann an den RWE-Vorstand.